Sweet Protection Escander MIPS Schemo Helm. In meinem Video zum Schemo Set und auch zur ISPO habe ich es bereits angekündigt und hier ist das gute Stück. Mein neuer Schemo Skitour Skihelm. Ja, ich habe mir den Sweet Protection Escander MIPS Helm gekauft in dunkelblau. Es gibt ihn auch noch in schwarz-weiß und orange aktuell. Und naja, heute möchte ich euch gerne meine Erfahrungen mit dem Helm mitteilen. Escander sagt es schon, Aufstieg, dieser Helm ist ein Schemo Ski Mountaineering Helmet. Das Besondere ist aber, er hat 3 Zertifikate. Er ist US-Alpin, Europa-Alpin und Bergsteig-zertifiziert. Das bedeutet, er ist der mir einzig bekannte Helm, der auch zertifiziert ist, dass ich mit dem Helm bergab fahren darf. Solltet ihr also bei einer Abfahrt mit einem Skitourenhelm, der nicht zertifiziert ist, einen Unfall haben und dann beim Hersteller klingeln, dass ihr eventuell Schadensersatz haben wollt, naja, würdet ihr wahrscheinlich nicht gewinnen. Mit diesem Helm zertifiziert, toi toi toi, dass euch aber nichts passiert, seid ihr auch auf der wortwörtlich rechtlich sicheren Seite. Den Helm gibt es in SM und ML. In ML wiegt er ca. 430 Gramm. Ich habe den S-Helm mit der GoPro-Halterung, wiegt er ca. roundabout 424 Gramm. Warum habe ich mich für diesen Helm entschieden? Nebst der Tatsache, dass man ihm auch bergrunter fahren darf. Naja, man kennt es, dass man den Berg hochläuft und relativ schnell schwitzt. Dementsprechend trägt man ja meistens Beanie oder aber auch Stirnband oder vielleicht nichts. Solltet ihr eine Ski- bzw. Hochalpin-Tour machen, wo ihr dann eventuell auch mit Steigeisen unterwegs seid am Gebirge, kann es halt passieren, dass euch eventuell Steine oder sonstiges Geröll auf den Kopf fallen. Dadurch, dass der Helm hier oben 108 Belüftungslöcher hat, hier vorne 3 Vents, wo Luft durchziehen kann, an quasi dem Innenteil vorbei und hinten wieder raus, wollen die Hersteller bzw. Sweet Protection, dass ihr den Helm auch beim Bergauf, Bergsteigen anziehen könnt, ohne zu schwitzen, ihn quasi auch anhabt, falls euch etwas beim Bergaufstieg von oben auf den Kopf fallen sollte. Der Helm ist wirklich ein Leichtgewicht, das mit der Ventilation finde ich sehr angenehm, war aber auch ein Knackpunkt, den ich bereits genannt habe. Hab daraufhin einen Athleten gefragt von Sweet Protection, der mir netterweise auch helfen konnte und man kennt es, falls ihr auch ungefähr so roundabout 30 Jahre alt seid, die guten alten Beanie-Helme von damals aus den coolen Snowboard-Videos. Das ist einer. Ja, am besten zieht ihr einfach ein Stirnband drunter oder ein Beanie, je nachdem, dass es passt. Natürlich den Helm entsprechend eng anziehen und dann zieht es auch nicht mehr wie Hechtsuppe, sondern ist relativ muckelig warm. Was ist das Besondere am Sweet Protection Escander? MIPS. Genau, MIPS ist dieses kleine gelbe Inlay. Man sieht es und man sieht es auch jetzt in den Aufnahmen, die ich auf der ISPO gemacht habe. MIPS wurde entwickelt von 5 Schweden und bedeutet Multidirectional Impact Protection System. Ja, wer aufgepasst hat, das D hat man vergessen. Nichtsdestotrotz, MIPS ist ein Schutzsystem. Das Ganze orientiert sich grob dabei an Kopf und Gehirn als Bauweise. Solltet ihr bei einem Unfall quasi auf den Hinterkopf fallen, wird die Aufprallkraft, die Energie bei einem normalen Helm auf den Helm und direkt an euren Kopf übergeben. Natürlich leicht abgefedert durch den Helm, aber immerhin direkt auf den Kopf. Dadurch, dass man hier dieses gelbe Inlay drehen kann, wie ich euch gerade mit der Hand auch gezeigt habe, werden quasi durch diese Rotation die Aufprallkräfte teilweise absorbiert. Das heißt, auf euren Kopf, Schrägstrich Gehirn, kommt ein geringerer Impact. Das heißt, der Aufprall ist geringer und ihr seid dementsprechend nochmal auf der sicheren Seite. MIPS ist also ein sehr intelligentes System, wiegt kaum mehr, sitzt ziemlich angenehm. Ich habe es auch bei meinem Radfahrhelm und bin wirklich glücklich, es zu haben. Dementsprechend, nebst dem Gewicht, der Belüftung und den Zertifikaten, war auch MIPS ein Grund für mich, warum ich diesen Helm gekauft habe. Ein weiterer Grund sind hier an der Außenseite einmal diese Gummis
und diese Halterung. Das Ganze sieht wie folgt aus. Solltet ihr eine Skimo mit einer Lampe machen, was guten Gewissens mal passieren kann, könnt ihr, ich will es nur kurz verdeutlichen, hier die Lampe entsprechend, einen Moment, einklappen, dass sie nicht mehr so rutscht und dann vorne auch festmachen. Man sieht das, hier ist ein Haltepunkt und hier ist nochmal ein Haltepunkt. Das heißt, die Lampe sitzt und wackelt nicht vor dem Kopf. Das Problem hatte ich nämlich auch bei einer Skimo-Nachttour in Meran, dass die Lampe einfach mal vor meinem Kopf rumgewackelt ist wie ein Disco-Strobo. Genau. Solltet ihr dann entsprechend noch eure Brille festmachen, ich habe hier eine, sorry, falls sie nicht sauber ist, dann könnt ihr die entsprechend einfach, einen Moment, hier hinten festmachen. Das sieht dann so aus. Ja, festmachen und auch dann entsprechend tragen. Das Ganze schließt dann relativ tight mit dem Kopf ab und auch hier, man sieht es grob im Beispiel, wie auch im Intro, sitzt relativ tight und ich fand es ganz angenehm, auch bei Abfahrten, auch als ich teilweise nur alpin unterwegs war, jetzt in Kitzbühel und Bayerischen Vorhalben. Genau, ja. Dementsprechend, das war mein kleines, wie auch versprochenes Video zum Sweet Protection Iskander MIPS. Und dementsprechend ist das meine Empfehlung, falls ihr noch nach einem Skimo-Tourenhelm sucht, den ihr gerne auch mal auf der Piste bewegen wollt. Ja, falls ihr noch Fragen habt, falls ihr einen anderen Helm benutzt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, falls ihr noch was abonniert oder noch ein weiteres Video schaut, eventuell das angesprochene Video zum Skimo-Set, zur ISPO oder auch, was euch sonst noch gefällt. In diesem Sinne, Servus, euer Flo.